Hallo und willkommen zurück bei Sons of the Forest. In der letzten Folge haben wir dann endlich mal wieder diese Hütten gefunden, da aber leider nicht so viel entdeckt, außer so ein paar Armbrustbolzen. Aber die Armbrust, die glänzt mit Abwesenheit, die haben wir noch nicht gefunden. Aber wir haben hier, da unten ist irgendwo der Strand, nicht so weit weg, hier so einen schönen Flusslauf gefunden. Und dem würde ich gerne mal noch so ein bisschen ins Landesinnere wieder folgen. Schafgarbe, ja, sehr gut. Können wir gut gebrauchen. Da hatte ich ein bisschen was aufgebraucht. So, ja, heute die Mittwochfolge. Morgen kommt schon der neue Patch. Und da hatte ich überlegt, dass wir doch vielleicht am Freitag nochmal einen Stream machen könnten. Und wenn wir Glück haben, sind sogar ein paar neue Bausachen dabei, die wir dann schon anwenden können. Das fände ich ganz cool. Aber erstmal schauen, was der Patch alles so beinhaltet. Und ich hoffe, die beheben den Fehler mit den Stammlagern, mit den Baumstammlagern, dass wenn ich die einfach nur umsetzen will, dass die nicht mehr jedes Mal kaputt gehen. Das ist nicht so schlimm, weil wenn ich irgendwo gerade neu aufbaue und ich baue die ab und dann zerfallen die halt jetzt gerade aktuell, dann nehme ich die Stöcke und verwende die dann wieder. Das geht ja auch erstmal. Es ist nicht ganz so tragisch. Ah, Spinn! Ja, aber das hier sieht doch ganz idyllisch aus, oder? Auch ein sehr schöner kleiner Fluss. Na gut, wir gehen mal hier weiter hoch. Vielleicht finden wir noch mal irgendwo was. Angedacht war, dass wir heute auch wieder nach Hause kommen. Mal schauen, das ist bestimmt jetzt im Spiel noch, naja, so eine halbe Stunde ist es vielleicht noch hell. Boah, also, gefühlt ist der Berg sehr weit weg. Jetzt, wo er gerade da hinten zwischen den beiden Felsen auftaucht. Och. Ach so, nee. Ich dachte, das wäre eine Höhle. Hier haben wir doch unser Hobbit-Häuschen. Nee, das ist nur unglücklich gefallener Schatten, der da so wirkt, als wäre da ein Eingang. Oh, da sind sie wieder. Die Ureinwohner, die nicht so offenherzig Neuen gegenüber sind, habe ich den Eindruck. Die machen immer mal so ein bisschen Stress, ne? Dann haben sie sogar ihre ganz eigenen. Ach, hier sind wir ja. Bauvorschriften. Oh, da hinten ist ja auch nochmal diese Höhle am See. In der waren wir auch schon ein, zweimal drin. Da können wir auch nochmal rübergehen. Kann ich jetzt hier irgendwo fliegen? Nee. Na toll. Entweder ich lasse den Gleiter hier stehen und wir gehen dann nachher wieder hierher zurück. Oder ich versuche den irgendwie mit rüber zu wuchten. Ich glaube, ich lasse den mal hier. Nee, ich nehme den mit. Komm, wir gehen einmal außen rum. Das ist mir sicherer. Nein, solltest du gar nicht. Er sollte nur normal springen. Ab einer gewissen Höhe lässt er den dann einfach los. Das ist so ein kurzes Zeitfenster zwischen, es ist noch nicht hoch genug, dass er schon fliegt, aber auch nicht niedrig genug, dass er nicht loslässt. Es sind so irgendwie so bestimmt so 2-3 Meter Höhenunterschied, wo er den dann einfach loslässt. Ohne eine Aktion. Was waren das nochmal für welche? Ach ja, seht ihr, ach ja, solche Geschichten wie Giftpfeile oder so ein Kram kann man immer noch nicht machen. Vielleicht wäre das mal eine Idee, was dazu kommt. Denn bisher haben sie jedes Mal schon auch mal ganz neue Richtungen gebracht. Ne? Egal, ob das jetzt irgendwelche Hilfsmittel sind, wie das Fernglas, Nachtsichtgerät oder dann auch die Glühbirnen, die Elektrizität. Ich bin sehr gespannt. Morgen wissen wir mehr. Von mir aus gesehen erst übermorgen. Aber jetzt, wenn die Folge kommt, dann halt schon morgen. Hier sind wir damals mal angekommen, beim ersten Mal, bei der ersten größeren Tour. Da sind wir dann auch hier hinten lang und dann hatten wir durch Zufall hier die Höhle entdeckt. Und da hinten sogar diesen Bunker.
Da waren wir jetzt auch schon zigmal, auch mit der Schlüsselkarte waren wir neulich, ist gar nicht so lang her. Eigentlich wollte ich hier auch gar nicht hin, aber irgendwie trieb uns der Zufall jetzt hier rüber. Und da möchte ich dann doch mal in die Höhle reinschauen. Vielleicht hat sich hier was getan. Hier steht sogar noch ein Zelt von uns. Sehr gut. Wie in unserer anderen Höhle, in der wir jetzt das Nachtsichtgerät und diese Goldrüstung neulich gefunden haben. Ja, okay. Die haben wir voll. Ich komme auch neue Höhlen hinzu. Oh, geht's da jetzt weiter? Ich dachte halt auch, die wäre nur hier bis hierhin, aber mal schauen. Vielleicht hat sich hier auch noch mal was getan. Oh, Geld. Sehr gut. 3 Münzen. Leute. Hallo. Die wurde doch auch vergrößert. Boah, ey, ich war der Meinung, die war so klein, wie ursprünglich die Höhle an unserem See klein war. Und diesmal sind wir aber ein bisschen vorbereiteter. Wir können mal ein Zelt bauen. Stell eine Fackel! Ja. Vielleicht. Und mal speichern. Ich habe mir natürlich auch unter der vorletzten Folge geschrieben, sehr häufig, sehr viele Leute, dass ich endlich mal das scheiß Kreuz benutzen soll. Da dachte ich mir, nö. Je öfter das Erwähnung findet, desto weniger nutze ich es. Oder halt auch gar nicht. Bisschen ärgern kann ich euch ja auch mal. Ah, hier haben wir wieder so eine. Ihr wisst schon. Das ist nur der eine? Wow, guck mal. Der hat mir 7 Felder Rüstung weggekloppt. Nimm das Kreuz. Keine Ahnung, ob das Kreuz für die das Richtige ist. Komm her, du Schwein. Halten echt viel aus, ne? Wahnsinn. Oh, jetzt bin ich gleich tot. Hatte ich noch irgendwie so ein bisschen kleine Rüstung mit? Nee. Könnte jetzt die Goldrüstung anlegen, wenn ich gerade eh nichts dabei habe. Ihr meintet bei der Goldrüstung, dass das wohl nur bei einigen Gegnern zu einem geringeren Schaden führt. So, wo ist er denn? Ursprünglich dachte ich, das wäre einer von denen, die bloß 2, maximal 3 Schläge brauchen. Und dann sind die. Oh, da ist noch einer. Oder sind 2? Das ist natürlich. Huch! Das ging schnell. Du Sack. Jetzt bin ich gespannt, wo wir rauskommen. Wollte ich ja nur wissen, wo die einen hin verschleppen. So, gucken wir mal. Lecker. So, kannst du direkt mal die Taschenlampe wieder auspacken? Ach so, das ist direkt der Eingang der Höhle. Okay, jetzt hat es mir nicht angezeigt, was wir bekommen haben. Auch cool. War das 9 mm? 15 Schuss haben wir. Ich will nichts hören. Mm-hmm.
Also da kann ich dem noch so nah ins Gesicht drücken. Der reagiert da schon mal nicht drauf. Seht ihr das? Wir mischen wieder die Falschen dafür. Oh, oh, das sind aber ein paar mehr, als ich dachte. Na? Kreuz, Kreuz. Scheiß Kreuz, ey. Das geht mir so auf die Eier. Wenn ich es wegwerfen könnte, hätte ich schon längst vom Berg oben geworfen. So. Was machen wir denn mal? Was machen wir denn mal? Mit dem Revolver habe ich noch ein paar Schuss. Oh, der ist tot. Ey. Fuck. Aim Gott. Scheiße. Das sind insgesamt 4. Das ist natürlich nicht so toll. Ey. Ah. Wo denn? Was? Ich hab niemanden gesehen. Oh Mann, was für eine bescheuerte Stelle. Sorry, jetzt sind wir tot, jetzt müssen wir neu laden. Eigentlich schon, oder? Jetzt müsste dieser Endscreen kommen, wo wir so da liegen. Hallo. Und unsere ganzen Gegenstände. Ja, ist ja gar kein Problem. Den Screen haben wir lange nicht gesehen. Wir sind ja direkt hier in der Höhle. Ja, was soll's. Können ja auch mal wieder sterben, ne? Ist ja gar kein Beinbruch. Ja, so ein Genickbruch ist jetzt auch nicht so schön. Aber auch davon haben wir uns gleich wieder erholt. Und zwar jetzt. So, also, euer Kreuz. Jetzt kommen wieder die Kommentare. Ich höre euch schon tippen. Ich höre es schon. Das Tastaturklappern, das nehme ich schon wahr. Egal wie weit ihr weg seid auf der Erde, das kriege ich mit. Dass das die falschen Gegner sind. So. Bisschen was Explosives können wir uns mal bauen? Komm, wir machen einfach mal, oder? Wir brauchen aber noch gerade die Münzen. Davon haben wir nicht so unendlich viele. Das ist für mich fast noch mit der knappeste Rohstoff, wenn es darum geht. Was fehlt denn? Klebeband? Bomben zu bauen. Platinen kommen wir ran, Klebeband gibt es genug und Uhren sowieso, Draht und so ein Kram. C4 auch, aber die Münzen? So, wir könnten auch... Weiß nicht, warum der immer einen Stock in der Hand hat. Das Teil mal entzünden. Da muss ich jetzt aber wieder... Was ist denn das Feuerzeug hier? So, pass auf. Jetzt haben wir auch wieder die Rüstung. Ich habe mich nicht mit Absicht umbringen lassen gerade. Das war einfach komplette Unfähigkeit. Ihr wisst Bescheid, ne? Entzündung 2. Man sieht man euch jetzt. Jawoll. Halt, warte. Revolver hatte ich auf 8 gelegt, ne? Und Taschenlampe. Ziel auf den Kopf. Ja, versuche ich. Ich sehe nichts. Oh, fuck, Alter. Das war wieder diese Schraubendrehung, Angriff. Boah, Alter. Alter. Gott, die gehen mir so hart auf den Sack. Ich hänge... Müssen wir da nachladen? Habe ich noch Munition? Ich sehe nichts mehr. Hier auch nicht. Ein bisschen das Zelt sehe ich. Scheiße. Jetzt verreckt doch endlich mal. Das darf doch nicht wahr sein. Also hören Sie mal. Ah! Gott! Nein! Ich weiß, ich habe C4-Sprengladung gerade gebaut, aber ihr seht ja, wie der sich bewegt. Wenn ich die werfe, dann ist der... Direkt wieder gleich ganz woanders. Das kann ich nur machen, wenn die mich vielleicht noch nicht mitbekommen. Ja, endlich. Du blöder Hund. So, jetzt gibst du mir erstmal deine Rüstung. Das sind die neuen, ne? Oder?
Ich weiß immer nicht, was die neuen sind. Also die mit dem Drehangriff sind, glaube ich, seit dem letzten Update drin. Aber ich finde die ganz cool. Ja, genau, die geben auch zwei Rüstungen, richtig. Jawohl. So, jetzt läuft's doch. Jetzt haben wir noch, wie viel Schuss haben wir denn noch? Da haben wir noch zwei drin. Im Revolver selber sind auch noch ein paar weniger. Ja, Schrotflinte wäre mal geil, ne? Da könnten wir auch die Schrotkugeln mal benutzen. Oder halt eine Armbrust. Ja, auch cool. Aber Armbrustbolzen gibt es ja nicht so viele. Wir wissen, dass es in der Einhütte, ne, da hatten wir fünf rausgezogen, die hier, glaube ich. Aber sonst drucken können wir die jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob man auch die Armbrustbolzen dann, wenn man die Armbrust hat, da irgendwie die 3D gedruckten Pfeile reinpacken kann. Die sehen jetzt nicht so großartig anders aus. So, pass auf. Ich speichere jetzt mal nicht. Was soll schon passieren? Also der eine ist nur angekratzt, der hier vorhin gebrannt hat. Der ist wieder zurückgelaufen. Versuch das mal so ein bisschen schleichend. Da hinten sind ja noch welche. Ich könnte auch einfach durchrennen, mich hier umgucken, aber ich wollte die... Ich dachte am Anfang, es wäre nur der eine. Dann dachte ich, es waren nur zwei, aber es sind mindestens vier. Okay, geil. Aber das ist ja schön. Da haben wir hier nochmal eine wunderbare Höhle gefunden. Oh, das kenne ich. Das sind wir, Virginia, Kelvin. Hier haben wir das trojanische Huhn. Und das sind die vom Bauamt, die sagen, nee, das geht nicht. Das muss wieder weg. Die jammern erst vorher rum, bevor die angreifen, ne? Also wenn ich die rechtzeitig sehe, kann ich das schon mal zu denen hinschieben, so eine kleine Ladung. So, auch hier wieder die Rüstung. Der gab nur eine. Oh ne, komm, jetzt ist der andere da hinten weg. Fuck, da stand doch gerade einer rum. Oh. Okay, dann nur das der einfachere. Also wir sind... Aber auch der, den ich gerade gesprengt habe. Das war auch einer der einfacheren Gegner. Naja. Wie gesagt, mich stört das nicht, wenn ich immer sterbe oder die nehme ich mal gefangen. Ne? Das ist alles halb so wild. Ha. Aber geil, dass hier noch wieder auch hier in der Höhle mehr dazugekommen ist. Wer weiß, was hier noch so gibt. Eine Silberrüstung. Oder eine Armbrust. Oder eine Schrotflinte. Oder andere Gadgets, die ich vielleicht noch nicht habe. Weiß ich nicht, was noch so fehlt. Keine Ahnung. Bitte nicht schreiben, das ist wieder bloß so ein laut ausgesprochener Gedankengang. Da hinten glitzert wieder das Zeug, was hier dieser Bautrupp abbaut. Oder abbauen sollte. Wollte, wie auch immer. Kann es wirklich sein, dass sie die Anzahl der Gegner ein bisschen reduziert haben? Also hier vorne waren jetzt vier, aber okay. Wir müssen mal in die erste Höhle reinschauen, wie es dort jetzt aussieht. Vielleicht ist ja da nochmal was Neues jetzt gekommen mit dem letzten Patch. Aber vielleicht warten wir da bis zum nächsten Patch. Vielleicht passiert ja da auch nochmal was. Keine Ahnung. Mal schauen. Ja, schon ganz cool gemacht mit den Höhlen, die gefallen mir sehr gut. Also gern mehr Höhlen, gerne in jedem Patch so eine neue Höhle. Aber ich könnte mir vorstellen, dass 2 Wochen für so eine komplett neue Höhle mit allem drum und dran, das ein bisschen schwierig ist, also vom Zeitmanagement her. Die haben ja noch mehr zu tun, ich weiß gar nicht, wie groß das Entwicklerstudio ist. Endnight heißt es, glaube ich. Oh, rutsche ich wieder runter? Nee.
Mein Gott, ist hier eng. Muss echt den Kopf einziehen. Vorsicht, Leute, ein bisschen Kopf einziehen. Ach, hier ist Wasser. Oh, das habe ich gerade nicht gesehen. So, jetzt will ich wissen. Zieht er in der Höhle wieder automatisch? Ja, macht er. Das Unterwasseratemgerät. Der macht das in den Höhlen automatisch, aber nicht, wenn ich draußen im Meer schwimme. Oder halt außerhalb der Höhle. Wo geht's denn hier lang? Hier. Nehmen wir jetzt mal den Weg. Ich hoffe, es gibt immer nur einen unter Wasser. Ah, hey, ihr schon wieder. Na? Braucht jemand einen Arm oder ein Bein? Virginia, die wird sich vielleicht freuen, wenn wir da nochmal Ersatz mitnehmen. Okay, hier geht's wieder raus. Lufttank. Und da geht's wieder rein ins Wasser. Was haben wir hier? Oh ja, eine Granate. Nice, danke. Granaten werden ja auch in der echten Forstwirtschaft zum Fällen von Bäumen verwendet. Das wissen ja viele gar nicht. Das hatten wir im letzten Livestream ausführlich gezeigt. Wie gut das geht. Das geht sehr schnell, das ist umweltschonend. Ne, auch die Tiere und so haben da nichts gegen. Das ist eher so ein Highlight. Da treffen sich dann Eichhörnchen, Häschen, Elch. Die sitzen sie alle in ihrer Reihe und gucken sich die Sprengung an. Müssen wir auch mal wieder machen. Nächste Bauprojekt ist übrigens, wir fangen dann mit der Mauer an, habe ich mir überlegt, mit unserer kleinen Befestigungsmauer. Dass wir da mal testen, wie wir das am ehesten machen. Ihr habt auch unter dem Video geschrieben mit der anderen Höhle, mit der Salzgrotte, dass ich doch die bitte ausbauen soll. Nee. Und ihr habt mir auch den Trick verraten, das fand ich okay, weil das ist eine Sache, die ich... Oh, da ist wieder so einer, der vorne offen ist. Wie man die Baumstämme in eine Höhle reinbekommt. Das ist jetzt... Können wir vielleicht aus Spaß mal probieren oder... Aber sonst ist das nichts, was ich irgendwie... Ach, guck mal, hier geht's raus. Oder... Okay, da kannst du durch den Stein durch. Entweder hier geht's raus oder in eine andere Ebene einfach der Höhle. Oder beides. So, hier sind wieder die Kinder. Hier ist wieder der eine Typ, der nicht ganz knusper ist. Dann gehen wir erstmal hier drüben rein. Also ich war gar nicht drauf eingestellt, auf die offene Höhlentour heute. Ich dachte, wir gucken uns draußen noch so ein bisschen um, dass uns der Fluss, den wir da gesehen haben am Anfang, dass der uns eigentlich ganz woanders hinführt. Okay, hier ist nichts. Oh, das sind zwei von denen, okay. Gut, dass ich Feigheit geskillt habe. Das macht das Wegrennen umso leichter. Kleinere Gegner, okay. Schwächere Gegner auch, nehme ich hier alle. Aber wenn die vorn keinen anständigen Brustkorb und Gesicht haben, dann bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Bei den Leuten stimmt dann meistens irgendwas nicht und naja. Aha. Da sind wieder die Dwemer-Ruinen. Jemand hat das geschrieben, genau an das hat mich das auch erinnert. Die Dwemer aus Skyrim. Das geht so ein bisschen in die Richtung, so von der Farbgebung und von der Form und so. Und als er das dann schrieb, danke dafür, da dachte ich dann, ja genau, genau das. Ich bin nur selber nicht drauf gekommen. Ihr wisst, mein Gehirn und mein Körper gehen beide eigene Wege. Die arbeiten nur selten zusammen. Das sind die einfachen, glaube ich. Die würde ich halt hauen. Ah, Mann, das war dumm. Für die Rüstung. Gut. Hätte ich jetzt auch weitergehen können, dann wären wir bei plus minus null, glaube ich, rausgekommen. Nicht zweimal gehauen. Also nochmal zum Livestream zurückzukommen. Auf der einen Art oder auf der
einen Seite ist es so, wenn Donnerstag der Patch kommt, ich hätte ich dann halt bis Donnerstag gewartet, bis der Patch draußen ist. Hätte mir das angeguckt, was es so Neues im Spiel gibt oder was hinzugefügt wurde. Und hätte dann die Aufnahmen gemacht. Wenn wir allerdings Leipzig. Hä? Das Wort hat nichts in dem Satz verloren. Okay, nochmal neu. Wenn wir allerdings Freitag, wollte ich sagen, dann einen Stream machen, dann kann ich Donnerstag nicht aufnehmen, weil wenn ich Freitag dann die Folge bringe und wir streamen, das wäre dann doppelt gemoppelt. Mal schauen. Also entweder Freitag oder Samstag machen wir nochmal einen Stream. Irgendwann müssen wir auch mal das Disney-Schloss anfangen. Das wird eine Weile dauern. Aber wie gesagt, vielleicht kommen noch mal schöne Bauoptionen hinzu. Also hier ist sehr viel nichts in der Höhle. Gefunden haben wir eine Granate. Ein bisschen Munition, die es mir nicht angezeigt hat, was das war. Hui. Oh. Geil. Das gefällt mir. Ich muss nur... Gott. Der Schlaufuchs hat wieder nichts zum Speichern. Pass auf. Kann ich ein Bett bauen? Habe ich 16... Ich habe genau 16 Stöcke dabei. Ich kann ja speichern, dann baue ich es einfach wieder ab. Jo, da haben wir sie wieder alle. So. Na dann, seid ihr bereit zum Rutschen? Alle die Badehosen an. Und auf dem Reifen und go! Kurze. Oben am Stalaktit hängen geblieben mit dem Kopf. Ui, das ging aber auch wieder sehr tief nach unten. Oh, mega geil. Ich finde das so schön gemacht mit den Höhlen. Wahnsinn. Am Anfang dachte ich immer so, ach nee, wenn ich dann in die Höhlen später muss, aber aktuell denke ich mir, yay, wieder eine Höhle. Und ich hoffe, es gibt noch... Hat mich was angegriffen? Nee. Und ich hoffe, es gibt davon noch einige. Auch wieder nur sehr... Da hinten sind Gegner, aber... Wirklich weniger. Ich finde das so schon ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Sind nicht zu wenige. Es sind auch nicht vor allem wie am Anfang in der ersten Höhle. Da müssen wir wirklich mal reingucken. Ich bin gespannt, wie das dort aussieht. Weil da hast du ja... Da fing das an mit den Gegnern. Da hast du zwischendrin vielleicht mal einmal so 50 Meter Ruhe gehabt. Vielleicht noch ein zweites Mal, als du tauchen musstest. Und dann... Also nur Gegner. Oh. Da hinten geht's weiter. Da ist wieder ein Gang. Aber da hinten leuchtet was. Ach, warte mal. Das hier ist doch die Höhle mit dem Nachtsichtgerät. Das hier war einfach nur... Oder? Batterien. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist die Salzgrotte. Wir sind nur von der anderen Seite rein. Wir sind... Da hinten müsste es irgendwo einen Weg lang gehen. Ist das nicht die Höhle von vorgestern? Bin ich gerade kurz irritiert. Also, falls ja, wäre es ein bisschen blöd. Doch. Das sieht hier genauso aus. Der anderen Seite, okay, cool, dann weiß ich wenigstens, wo wir rauskommen. Nein, aber dann haben wir den Gleiter wieder nicht mit.
Der steht dann noch vor der Höhle rum. Genau, und hier sind wir dann beim vorletzten Mal dann hier rein und dann haben wir die Salzgrotte entdeckt. Ach, das war der andere Zugang. Okay, ja, ja, doch, das ist hier. Aha. Ach, guck an. Es gibt drei Zugänge zu der Höhle. Nicht schlecht. Schade, schade, schade. Gut, der Anfang war neu, aber dann finden wir hier auch nichts weiteres Neues. Dann kennen wir das ja schon. Wo ging es jetzt raus? Da hinten? Naja, okay. Dann führen die zusammen. Dann haben sie daraus aus dem letzten Patch wahrscheinlich einen großen Höhlenkomplex gemacht mit den drei Eingängen. Stimmt, und das da hinten hatten wir gesehen, wo wir da gerade runtergeplumpst sind. Da sind wir beim letzten Mal, bevor wir hier rein sind, da hinten lang. Und dann dachte ich, okay, von da oben kannst du auch nochmal hier runterrutschen. Ah ja. Okay. Dann habe ich das jetzt soweit in meinem Kopf verbunden. Interessant. Aber auch ein bisschen doof. Hier unten hängt noch die Fackel. Hier, die hatten wir gebaut. Ein bisschen doof schon, weil... Mussten wir da lang? Weiß nicht mehr. Weil das ja theoretisch... Also mal die beiden Eingänge, den Eingang an diesem See und bei uns am See, die sind ja schon sehr weit auseinander. Und es hat sich jetzt unter der Erde hier nicht so angefühlt, als ob wir so eine Strecke jetzt zurückgelegt hätten, dass das ein Komplex wäre. Also ich denke und ich hoffe, dass wir hier dann auch soweit alles gefunden haben. Das Hauptgoldstück war ja die Goldrüstung hier unten. Ah ja, hier liegt wieder der Astronaut rum. Einer der Astronauten. Genau. Hinten lag die Goldrüstung rum. Liegt die nochmal dran? Nee. Und da hinten geht's raus. Oder es dauert noch ein bisschen, bis wir rauskommen. Ah ne, ich dachte, hier war gerade noch was. Den Baustrahler würde ich gerne mitnehmen. Wie auch immer die so lange hier unten funktionieren. So, na gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Also, wir müssen uns merken, der eine Gleiter, der steht jetzt vorm Höhleneingang auf der anderen Seite der Insel wieder. Schade, kann passieren. Und das gehört alles zusammen. Okay, cool, wieder was entdeckt. Und das ist echt das Schöne, ne? Man weiß es überhaupt nicht. Und so nach und nach erschließt sich das einem, auch wenn es teilweise sehr lange dauert, aber umso besser ist ja der Effekt, den man dadurch erzielt. Der nennt sich Spielspaß. Das macht einfach mega Bock. Nach wie vor noch. Wir alle stecken da zusammen drin, die sich das alle angucken. Über 100 Stunden schon drin. Und haben schon sehr, sehr viel entdeckt, finde ich. Und auch vor allem noch sehr viel mehr erlebt. Und auch noch sehr, sehr viel mehr gebaut. Ja, mal gucken, jetzt ist ungefähr so die halbe Stunde rum, als ich vorhin meinte, dass so lange noch hell sein könnte. Wenn wir jetzt rauskommen aus der Höhle, mal schauen, ob noch ein bisschen Tag ist oder schon wieder Nacht. Na gut, wir wurden ja vorhin... Ah ne, wir mussten ja dann neu laden. Ja, stimmt. Wir mussten ja neu laden, deswegen... Ich wollte gerade sagen, wir wurden ja vorhin einmal gefangen genommen. Da weiß ich immer nicht, wie viel Zeit da vergeht, wenn überhaupt Zeit vergeht. Aber danach sind wir ja nochmal gestorben und dann... Hatte sich das ja erledigt gehabt. Naja, das werden wir sehen. Ich würde nämlich gern, wenn es wirklich mal dunkel ist, mal mit dem Nachtsichtgerät nochmal probieren.
Naja, der kam hier, genau. Ich erinnere mich. Die haben wir nach wie vor voll. Und ab ins kühle Nass. Spring einfach immer mal auf gut Glück rein. Weiß halt nicht, ob hier unter Wasser noch irgendwo was ist. Also, ihr dürft mir gerne schreiben, wenn ich hier noch was übersehen habe. Wenn es jetzt nicht irgendwo bloß ein paar Patronen oder Batterien sind oder so ein Gedöns, sondern schon was Wertvolleres, könnt ihr ruhig schreiben, ja, da ist noch was. Ne, wie immer nicht schreiben, was und wo, aber ruhig sagen, nö, da lohnt sich's ruhig nochmal, sich nochmal umzuschauen. Und es wäre lieb, wenn nicht getrollt wird. Nicht, dass dann geschrieben wird, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, da gibt es noch was mega Geiles und ich höre hier nochmal 5 Stunden rum und finde nichts. Und in Wirklichkeit ist dann da nichts. Guten Tag. Ich glaube, dass hier. Oh nein. Ah ja, stimmt. Hier wurde ich doch neulich auch erwischt, als ich dann hier hoch wurde, wollte. Ah, diesmal nicht. Das hier unten sind, glaube ich, die Büros. Von den Bauämtern und hast du nicht gesehen? Er verbraucht übrigens automatisch die Ausdauer, wenn er hier hochklettert. Also ich kann ja mit Shift oder so nichts machen. Das macht er alles automatisch. So, wir kommen jetzt eine ganze Weile hoch. Aber dann ging es ja nochmal irgendwie bergab. Dann mussten wir nochmal rutschen und dann. Es dauert schon noch ein kleines bisschen, bis wir hier wieder rauskommen. Und go. Glaube, lenken kann ich hier nicht, ne? Das macht ja alles. Macht er alles automatisch. Aber von diesem Bautrupp habe ich in den Höhlen noch keine gesehen, ne? Diese Söhne der Sterne. Aber der Bautrupp, der hängt dann eher bei uns dort in der Anfangshöhle rum. Also für mich ist das immer die Anfangshöhle, weil das bei uns die erste war, die wir da gesehen haben. Da drüben geht's dann raus. Ah ne, okay. Hey Jungs, na? Lasst mich mal schön in Ruhe. Ich will hier nur raus. Bin hier nur auf Durchreise. Ich mache hier so ein bisschen Elendstourismus. Oh ja, hier ist einiges los. Hui. Er hat immer noch das Tauchgerät auf dem Kopf. Oder am Körper. Weiß ich nicht, ging es da lang? Wird schon passen. Ich schwimme einfach immer nur irgendwie. Und vertraue meinem. Ah ja, hier, guck mal. Da haben wir sie wieder. Das müsste doch jetzt der Ausgang sein, wo der Typ im Sessel sitzt. Ja, da ist schon ein Sessel. Yes. Ihr habt mir auch gesagt, dass wenn ich das Nachtsichtgerät nicht in der Höhle gefunden hätte, er das. Was waren das? Achso, Fledermäuse. Er das dann hier auf dem Kopf hätte. So, da ist der Ausgang. Fantastisch. Okay, cool. Ja, dann sind wir zumindest wieder in der Nähe von zu Hause. Aber der Gleiter hängt wieder drüben. Schade. Ja, guck mal, schöner Regentag. Kann ich eigentlich das Tauchgerät anlassen, oder? Leg's mal ab. Und die packst du bitte auch mal wieder weg. Ja, da hinten geht es dann wieder nach Hause. Es ist noch ein bisschen Tag. Oder vergeht der Tag außerhalb der Höhle nicht, wenn ich in der Höhle bin?
Geht er die Zeit nicht weiter? Kann das sein? Oh, das geht richtig schön hier mit dem Regen. Gefällt mir. Wäre halt cool, wenn ich auf unserer Seite der Insel nochmal irgendwo einen Spot finde mit einem Gleiter. Ich hätte noch eine Idee, wo wir da nochmal nachschauen können. Und zwar an den Klippen, dort wo wir das erste Mal den die Pflanze, der Name nicht genannt werden darf, Hotspot gefunden haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass da unter Umständen noch irgendwo einer rumsteht. Oder umhängt oder wie auch immer. Umgleitet. Es wäre halt so lustig, ne, wenn Calvin immer mal angeflogen kommt mit so einem Teil und stelle ich mir witzig vor. Ich guck mal kurz zum Wasserfall. Hatten wir das in der letzten vorletzten Folge als... Oh, liebe Entwickler, da fehlt ein Stück Fluss. Entweder es ist zu wenig Fluss oder es ist zu viel Rand. So. Ja, da ist nichts. Irgendwann, irgendwo, entweder es gibt einen oder es wird noch einen geben. Aber so eine Dusche ist halt auch mal nicht schlecht, ne? Ah. Alles aus dem Gesicht waschen. Ah, warte mal, das sieht doch gut aus. Ich komme. Es müsste passen. Yes. Und da haben wir es wieder. Und da ist unser See. Unsere Höhle. Unser See, unser Berg, unsere Insel. Wenn ihr so wollt. Das ist halt echt mega geil, ne? Dass das hier alles bei uns in der Nähe direkt ist. Hier, genau. Das habe ich gesucht. Zeltlager. Bis hierhin war mal alles weg mit Bäumen. Ja, seitdem wir zum Sprengmeister geworden sind, wie man sieht, brauchen wir... Oh nee. Ich hatte gerade schon wieder leicht im Kopf, dass ich die Seilrutsche nehme. Mach ich nicht, Leute. Ihr wisst genau, was dann passiert. Moin, Elch. Ach, sieht doch schön aus. Den hier würde ich mal kurz fällen. Oh, das ging schnell. Wow. Spontan zur Teilung. Und wenn wir Glück haben, kann ich noch... Ach so, das Dach hatten wir sogar schon fertig. Nee, noch nicht. Hier hat noch einer gefehlt. Da war auch noch einer. So, hier haben wir noch zwei. Kamen da noch welche runter? Hier ist da noch einer. Wir brauchen nämlich drüben fürs Gebäude. Das ist natürlich, ne, wenn wir von hier darüber wollen, erstmal immer ein bisschen ungünstig. Aber wir brauchen erstmal den Winter wieder, dann kann ich da nochmal einen anderen Zugang bauen. Auch von der anderen Seite da drüben, zeige ich gleich mal. Oh ja, und wir bauen jetzt mal eine Federfalle. Deswegen sind wir eigentlich los, wegen dem einen Schildkrötenpanzer. Ne, dass wir entweder hier unten nochmal
eine Brücke rüberbauen. Vielleicht von hier an gesehen, dann einfach, wenn Winter ist, da so rüber. Ich denke, das passt ganz gut. Und hier soll ja dann später sowieso noch was entstehen. Entweder hier einen kleinen Steg rüber oder da hinten, wie auch immer. Und da hinten sollen dann weitere Gebäude irgendwann entstehen, die dann von hier oben da miteinander verbunden sind. So, hier war noch nicht alles zu. Da fehlen noch 3 insgesamt. Einen haben wir ja noch. Kelvin und Virginia sind nicht da, ne? Die machen wahrscheinlich auch gerade wieder so einen Wanderausflug oder so. Die sind hier immer mal unterwegs. Ich glaube, die Glühbirnen hier baue ich auch wieder weg. Dass wir da einfach ein paar Fackeln dran setzen. So. Sehr gut. Dann fehlen da noch 2. Da stehen noch einige rum, aber da kommen wir gerade nicht ran. Ja, ich glaube, hier die Glühbirnen nehme ich weg. Irgendwie. Ja. Das war nicht die Glühbirne. Weil solange das alles noch... Ich weiß, die werden wir jetzt verlieren, weil die Glühbirnen im Rucksack sind voll. Und die Glühbirnen können wir aktuell auch nicht lagern. Aber die stören oder trüben gerade so ein bisschen den wundervollen Gesamteindruck unseres Anwesens. So, erstmal weg damit. Okay, dann bauen wir mal ein paar Fackeln hier hin. Möbel, genau. An die Ecke vielleicht noch. Ah, ich denke, das macht es ein bisschen hübscher. Oben, die hatte ich schon weggenommen, ne? Da sind noch so ein paar Leitungen. Auch die kann ich noch mal fix rauswackeln. Muss man manchmal vorsichtig sein. Da darfst du nicht beim ersten Mal, wenn du irgendwo davor stehst, komplett das durchziehen mit dem Rauswackeln, sondern erstmal gucken, ob er auch das Richtige anvisiert hat. Ah ja, hier die Bäume, genau. Komm, wir kümmern uns mal ein bisschen drum und kloppen mal noch die Bäume hier weg, die wir gerade hier nicht brauchen. Genau. Jemand hatte gefragt, ob mir das nicht so ein bisschen die Spannung rausnimmt, weil ich jetzt den Strukturschaden erstmal ausgeschaltet habe. Auf der einen Art ja, kann ich nachvollziehen. Und natürlich sind auch die Verteidigungsanlagen da, damit die Gegner halt nicht in die Basis kommen und hier was kaputt machen können. Aber wir wissen ja das Problem, dass wenn die Gegner... Hätte ich echt die Kettensäge für den nehmen sollen, ne? Dass die Gegner manchmal in den Gebäuden gespawnt werden. Und das ist mega kacke. Und wenn man das halt gerade nicht mitbekommt und wir zum Beispiel da hinten an dem Gebäude sind und hier vorne ist irgendein Gegner gespawnt und zerkloppt mir dann da drin alles, das ist halt richtig bescheiden. Aber was ich cool fände, also und wenn das mal geändert wird, wenn die Entwickler das hinbekommen, dass die nicht mehr in den Gebäuden spawnen oder... Ne, irgendwie hier in der Nähe, wo wir uns niedergelassen haben. Die können ruhig ringsrum spawnen, kein Problem. Wenn man das mitbekommt und die kommen an und so und Virginia ballert dann immer mal rum, das hört man dann schon. Dann würde ich es auch wieder ausschalten, den Strukturschaden. Aber so wie es jetzt gerade ist, würde ich es erstmal dabei belassen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Das ja, ist jetzt spielerisch für mich zumindest kein so großer Unterschied. Es sind ja sehr wenig Gegner immer mal jetzt hier bei uns in der Basis. Von daher ist das alles nur halb so wild. Ja, die Glühbirnen, wie gesagt, die müssen erstmal hier liegen bleiben.
Und was ich cool fände, wenn man, wir haben ja jetzt Strom. Die Idee kam mir, als ich den Kommentar gelesen hatte. Wenn man mit dem Strom und irgendeinem Lautsprecher, wenn man vielleicht irgendwie so Stolperdrahtfallen bauen könnte und wenn da jemand zum Beispiel hier, meinetwegen, die kommen von hier vorne, die kommen ja öfter mal von hier, da unten so ein paar Stolperdrahtfallen baue, die dann mit so einem Lautsprecher hier in der Basis verbunden sind und dann so einen Signalton geben, dass man weiß, auch wenn ich da hinten bin, aha, hier irgendwo ist was los. Das wäre auch ganz geil, ne? Einfach so ein Warnton nochmal. So, warte mal, hatten wir jetzt. Jetzt habe ich vor lauter Quatschen. Man macht das dann manchmal und das Spiel nur noch nebenbei. Ja, hier ist voll. Okay, super. Was machen wir denn mal fix mit denen hier? Ah, ich habe eine Idee. Wir wollten die Federfalle bauen, habe ich nicht vergessen. Dann packe ich die jetzt hier erstmal hier rein. Okay, da ist noch einer. Kann ich ja mal kurz demonstrieren. Die Palisade kommt später weg. Und Moment, ich gehe mal hier hinter. Und unsere kleine Burgmauer, die soll dann hier irgendwo beginnen und erstmal bis hier rüber führen. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, also, ne, einmal hier bis vom Wasser bis hierher. Und dann soll das hier übergehen, hier nach unten. Über den Weg. Da unten machen wir dann wie so ein Tor hin bei dem Weg. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Also es klappt, aber ob wir das genau an dem Weg dort bauen können, müssen wir mal schauen. Und dann noch so ein paar Meter in den Wald rein und dann links rüber bis zum Fluss. So ist der Plan. Und damit das auch irgendwie hinhaut, hatte ich mir überlegt, wir ziehen dann einfach, damit es auch ein bisschen parallel alles wird, von unserem Hauptgebäude nehmen wir uns einfach die Flucht von dem hier. Zack, da kann ich das dann hier immer aufbauen und da kommen wir genau von hier aus gesehen gerade erstmal rüber, dass das dann alles hier parallel wird. Das ist so die Idee. Ich lasse den jetzt hier mal stehen. Wir nehmen mal noch ein paar mehr Bäume weg. Den hier lasse ich mal stehen. Das sieht ganz gut aus. Der kann auch erstmal hier bleiben. Aber die hier so ein bisschen durchwachsen, die haue ich erstmal weg. Moment. Oder ich säge sie erstmal weg. Oh, Achtung. Da gibt es wieder eine Spontanentzündung. Ja, auch schick. Und da würde ich dann erstmal die ganze Palisadenbaumstämme für nehmen. Ich meine, ich kann das jetzt hier schon mal so ein bisschen vorbauen, dass wir so einen Anhaltspunkt für später haben, wo das dann mal entsteht. Das können wir ja ruhig schon mal machen. Ja, kloppt ihr das mal zurecht von mir aus. Das soll jetzt nur erstmal rüberführen, dass wir wissen, dass wir da dann anfangen können. Waren das alle? Nee. Die Verteidigungslinie kann dann natürlich auch erstmal weg. Genau, ne, mir geht es jetzt hier gerade nicht um die Höhe von denen, sondern erstmal, dass ich hier dann drüben wieder so ein wunderbares Fundament legen kann. Ja, man kann das vielleicht sogar dann lassen, dass wir da von dort aus direkt so eine Brücke hier rüberziehen. Mal schauen. Und auch endlich mal diese furchtbare Palisade weg. So, mal gucken, wie weit wollten wir? Noch ein Stück, ne? Ja.
Die sind jetzt halt alle nur drei Viertel hoch. So, hier geht das dann ungefähr. Ja, das könnte schon fast reichen. Wenn ich den jetzt hier drunter packe, macht er den dann auch auf die Höhe von dem Dreiviertel oder macht er den dann ganz hoch? Weil ich wollte jetzt hier erstmal nur so ein Fundament bauen. Wie bekomme ich... Ich glaube, ich weiß. Ich muss mal probieren. Ich weiß, ich nehme die jetzt erstmal weg. Ich habe da was gesagt wegen Steg. Jetzt werde ich es ja sehen. Halb, der macht den auch wieder kleiner. Okay. Ja, da sollte den jetzt hier rüberziehen. Na gut, wenn das einmal hier drüben dann halt nur drei Viertel hoch ist, ja, dann ist es halt so. Aber wie kriege ich das jetzt auf Erdniveau, dass ich ein Fundament bauen kann? Das hatte ich doch schon mal. Also ich könnte das jetzt so bauen, aber ich möchte es ja so, dass es, ne, alles zusammenhängt. Deswegen setze ich die jetzt hier nicht frei nach Schnauze auf den Boden. Doch, ich glaube, ich weiß wie. Ich hätte hier, als ich den hier nach unten gelegt habe, da nur so ein Viertel hinbauen sollen, oder? Und dann hätte ich das als Fundament gemacht. Aber eigentlich würde es mir so, glaube ich, sogar reichen. Moment, halt mal kurz. Ich muss gerade nochmal was testen. Das ist... Kommt da. Könnt schon mal wieder eure Tischkanten in den Mund nehmen. Warte mal. Jetzt habe ich hier die ganzen Dreiviertelstämme rumliegen. So, genau, und jetzt erhöht er das wieder automatisch. Sehr gut. Dass wir nur jetzt erstmal hier den Anfang haben. Und jetzt dort Ganze drauf. Die mal rauswackeln, sonst ist die Verletzungsgefahr wieder viel zu hoch. Genau, dann geht es hier wieder ein Stück hoch. Das ist ja kein Problem. Genau. Jawohl. So ungefähr hatte ich mir das gedacht. Genau. Moment, hier waren auch noch welche. Gerade fast wieder reingelaufen. Machen wir das erste jetzt ruhig mal fertig, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Ja, es wird langsam dunkel. Wir können jetzt mit Nachtsichtgerät weiterbauen.
Ihr habt ja gesagt, das ist nicht so geil, ne? Moment, war da hinten gerade jemand? Nee, dann war es bestimmt nur ein Tier oder so. Ah ja, Federfalle. Da war ja was. Huch. Achso, nee, halt. So. Okay. Da komme ich nicht durch, okay? Wieder Kriechmodus. Die könnte ich wieder sein lassen? Ja, stimmt doch, die könnte ich ja eigentlich wieder. Dann kommt da einfach der Steg hin und dann ist gut. Okay. Ja. So hatte ich mir das gedacht. Dass wir jetzt direkt den als Steg noch nehmen, für darüber, dann ist ja gar nicht so verkehrt. Weg da. Ja, guck mal, hier haben wir wieder das Problem. Hier möchte wieder nichts bauen. Wir machen den Versuch. Oh, halt. Den Test gleich nochmal, wenn ich speichere. Und lade. Dann geht's wieder. Die lagern wir mal, dass sie nicht weggehen. So, dann packe ich nochmal das Nachtsichtgerät aus. Jo. Das ist immer noch relativ hell. Wow. Also da muss ja wirklich sehr, sehr dunkel sein. Okay. Dafür ist es ihnen wahrscheinlich noch nicht Nacht genug. Ich finde das richtig schön, wenn wir hier ein paar Bäume stehen lassen. Das müssen wir zwar häufiger nochmal machen, weil wir mit Sicherheit nicht das letzte Mal die Bäume wiedergeholt haben. So, pass mal, wir speichern mal, wir schlafen mal, dann bauen wir jetzt mal im Hellen nochmal die Federfalle. Und ihr habt gesagt, ich soll mal mit dem Einrad da drüber fahren. So, ist denn was mit dem Fisch fertig? Jo. Mann. Noch was drin? Nee, das war's. Okay. Da könnten sie von mir aus auch noch mal ein bisschen dran schrauben. Ne? Man hat ja der Nahrungs- und Durstverbrauch, der ist ja gleich. Also egal, wie lang die Tage sind. Dadurch, dass die Tage jetzt bei mir doppelt so lang sind, verbrauche ich trotzdem nur genauso viel Essen und Trinken wie vorher. Von mir aus, also wir müssten jetzt ja am Tag halt früh einmal essen und trinken. Dann reicht für den ganzen Tag. Können Sie von mir aus ein bisschen anheben, dass man halt noch einmal dann zwischendrin nochmal meinetwegen nochmal ordentlich was isst und trinken, dann ist gut. Aber ich finde so eigentlich schon echt in Ordnung. Nicht wie in anderen Spielen, wo du gefühlt in Echtzeit alle 5 Minuten musst du dich erstmal vollhauen mit Vitamin und Gedöns und Scheißen. Das wird mir dann auch auf den Sack gehen, wenn es zu heftig wäre. So, Moment, jetzt haben wir gerade. Wir probieren das nochmal. Wir gehen mal kurz raus, laden nochmal neu und dann sollte das wieder gehen, dass ich hinten die schrägen Latten hinsetzen kann. Und auch gut, dass wir gespeichert haben, falls jetzt was mit dieser Federfalle ist, wenn da was schief gehen sollte. So. Hätte ich auch direkt die beiden hier rausnehmen können. Ja, stark. Dann machen wir es von hier unten. Genau, jetzt geht's. Nee, Moment, das ist das. So, und hier soll aber eine richtige Treppe hin, keine schräge. Ja, passt doch. Na, also, wer das gleiche Problem hat, einfach speichern, neu laden.
Und dann könnt ihr wieder Dachschrägen verbauen. Ne. Na, komm gleich her. Genau. Und die soll dann auch nur, also einmal eins breit sein. Ich möchte die nicht zwei breit machen. Länger wird, also das ist natürlich nicht die Mauer, ne? Die wird noch länger, aber breiter nicht. Genau, und dann geht sie bis hier hinten hin, bis zum Wasser. Und bis hier rüber. Und hier unten, entweder machen wir sie dort einmal zwei hoch, oder wir lassen es auch bei einmal eins. Aber die geht ja dann, ne? Also die Höhe geht bis hier rüber. Und dann geht es so ein bisschen schräg runter. Aber vielleicht machen wir sie auch unten zwei hoch. Ich denke, das ist dann, das wirkt ein bisschen geiler. So, Federfalle. Bauen wir die mal noch. Halt. Okay, jetzt müsste ich mir überlegen, haben wir denn das Einrad noch? Echt nicht? Ist schon wieder weg? Ernsthaft? Oder hatte ich das woanders hingelegt? Scheiße, das weiß ich nicht mehr. Ich das hier drüben hingelegt auf unseren. Ich brauche echt mal eine Garage für die beiden Sachen. Nee. Ja, das Dach da oben kommt weg. Da können wir die Latten dann später gleich mal nehmen für den Steg. Könnten wir vielleicht mal noch machen. Ja, dann holen wir uns gleich noch mal so ein Einrad. Hier, das hier oben. Gut ist, dass wir davon vier immer wegnehmen können. Finde ich das Schöne, wenn dann später alles miteinander verbunden ist. So an den Gebäuden. Wie viel waren das? Drei? Vier, genau. Gut, dass wir so lange gewartet haben. Ich wollte das vorher schon wegnehmen, das Dach. Dach, in Anführungsstrichen. Also, da sind die Lücken halt zu groß. Vielleicht gibt es da später mal noch eine andere Option, dass man da das irgendwie kleiner machen kann oder so. Aber so hat es mir dann doch nicht so gut gefallen. Da können wir jetzt halt gleich die Dachlatten damit für den Steg benutzen. Das ist ganz cool. Oder wiederverwenden. Das ist ja alles wiederverwendbar, was wir hier gebaut haben. Also was jetzt mit dem Einrad ist, entweder das ist wirklich wieder verschwunden oder ich habe es wieder irgendwo verbummelt. Bin ich mir nicht sicher, aber wir hatten doch erst ein neues geholt, oder nicht? Weiß es nicht. Ja, okay. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Jo, weg ist es. Die Dinger noch weggewackelt und dann passt das. Dann könnt ihr vielleicht auch das Dach wieder wegnehmen. Ja, so ist schöner. So finde ich es besser. Zack. Wird doch langsam. Okay. Dann wollen wir mal, holen wir uns nochmal das Einrad, düsen wir nochmal rüber. Ja, auch hier, das müssten wir dann wirklich nochmal, das ist auch so ein Ding, das müssen wir eigentlich erstmal fertig bauen. Naja, gucken wir mal. Wir
düsen jetzt mal ganz, ganz schnell dorthin. Das dauert ja nicht lang. 2 Minuten, dann sind wir da. Das hier müssen wir wieder miteinander verbinden. Hier die Leute wieder unterwegs sind vom Bauamt. Ich glaube, die patrouillieren hier so häufig, weil die ein bisschen Schiss haben, dass ich hier den Flugplatz wieder nicht erlebe, sondern wie heißt, ich komme gerade nicht auf das Wort, wieder startklar mache, so rum. Oh ja, Druckerharz, nice. Wollt mal ein bisschen was mitnehmen? Ah ja. Seht ihr, Klebeband, Armbanduhr, genau das, was wir brauchen. Wobei, das machen wir auf dem Rückweg mit dem Einrad. Geht's ein bisschen flotter. Aber gerade sind halt keine Gegner hier. Ich sehe schon, komm, wenn ich hier gleich wieder mit dem Einrad runtergedüst komme. Aber da können wir doch auf dem Flugfeld, das ist doch eigentlich optimal, die Geschichte mit dem Einrad und der Federfalle mal probieren. Weil wir eigentlich auch, also wenn wir hier sind, müssen wir eigentlich in den Bunker runter. Da liegt immer mal Munition rum, ein bisschen was zu essen und so. Ach, guck mal, wie schön hell das hier ist. Glühbirnen, nein, danke. Solarpanel, haben wir noch Platz? Ne, haben wir keinen Platz mehr. Da liegt immer zweimal Fleisch rum, genau. Ihr habt auch richtig gesagt, ich kann mir die, ich glaube, 3 davon schon mal als offenes Katzenfutter hinlegen. Dann kann ich wieder Dosen mitnehmen. Das stimmt, das fiel mir auch vor zig Folgen selber mal irgendwann ein, aber hatte ich dann wieder vergessen. Kann ich davon geöffnet mit haben, oder? Ich lass jetzt mal bei 3. Passt soweit. Athena! Ach nee, der ging nicht kaputt. Wie viele Pfeile haben wir denn mit? 18. Na gut. Passt. So, einmal die 3 Schuss 9 mm mitgenommen. Hier ist noch irgendwo ein Fernseher. Da noch eine Platine. Ah, komm, passt. Da ging es jetzt eher um die 9mm Munition, weil die ja ein bisschen rar geworden ist, seitdem ich den Revolver habe und damit gerne mal durch die Gegend baller. Und wenn halt leider nur jeder 4., 5. Schuss trifft, ist der Munitionsverbrauch ein bisschen höher. Wäre halt auch geil, wenn ich diese Teile zu Hause bei uns aufstellen kann, solange wie wir dort irgendwas bauen. Also immer. So, da ist es. Komm mal mit mir mit. Alles Gutes. Ja. Wenn wir... Oh, ich speichere nochmal. Wenn wir immer ein neues Einrad besorgen, dann ist das immer erstmal voll mit Batterien. Und dann brauche ich meine nicht verbrauchen. Würde ich die Federfalle vielleicht hier irgendwo hinbauen? Wenn es so ein bisschen bergab geht, da sind wir noch schneller. So, jetzt bin ich gespannt. Wo liegt sie? Da. Naja. Was ist denn, wenn ich so da drauf gehe? Oh. Habe ich sie vielleicht verkehrt rumgebaut? Warte mal. Ich kann die doch mal anders rumdrehen.
Mir ein bisschen vor wie bei Jackass. Okay. Vielleicht sollte ich da drauf springen. Aber das macht sich. Macht sich zumindest hier oben ein bisschen schwierig, wenn es bergab geht mit dem Draufspringen. Das können wir hier unten mal probieren. Übers Flugzeug. Was soll schon schief gehen? Muss ich nur mal gucken. Ah, okay, da muss ich rechtzeitig springen. So, das Teil liegt irgendwo vorm Flugzeug. Nein, ins Rotorblatt gefallen. Aua. Aber es hat nicht so viel gefehlt. Vielleicht nur 2 Meter. So, auf Neues. Willkommen zur Stuntshow. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt. Ja, nochmal. Da haben die Mutanten und so weiter wieder was zum Gucken. Moment, lag hier was rum? Ah, das sah doch nicht schlecht aus, ey. Ah, da war höchstens 1 Meter zu weit. Das musst du auch erstmal treffen, ey. Das ist nicht so einfach, ich sag's euch. Wenn man davon natürlich mehrere nebeneinander liegen hätte. Ah, das war wieder zu spät. Dann wäre das alles ein bisschen einfacher. Wäre schön, wenn das Münzen wären, die da rumliegen und keine Geldscheine. Hey! Kleinen Moment, ich bin gleich bei dir. Ich kümmere mich gleich um sie. Ziehen Sie mal eine Nummer. Oh, immer noch zu spät. Hallo? Läuft der jetzt da drüber? Moment. Komm mal her. Da liegt genau die Falle vor dir. Komm mal ran hier. So einen Meter vor dem liegt die Falle. Ja. Ja, komm. Wow. Das hat's gebracht. Mann. Ich wollte doch nur die. Jetzt hau doch. Hauen Sie doch bitte mal ab. Ich hab grad Mittagspause. Jetzt nicht. Ah, da geht doch. Mann. So, jetzt nochmal. Gott sei Dank war es nur einer. Jawohl! Oh! Aber irgendwie, ich habe gedacht, mich schleudert es richtig nach oben. Okay, habt ihr das gemeint? Ach, draufstehen und dann das Ding nochmal auslösen, oder was? Ja, okay. Kann sogar in der Luft nach vorn gehen, dann... Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Okay, das ist ja witzig. Ey, Blödmann. Oh. Hab ich gar nicht mitbekommen. Na? Auch schon gerafft, dass da jemand hinter dir ist? Oh, wow. Endlich. Kann ich die Zielscheibe bei den Mutanten anbringen? So, ich möchte jetzt nicht meine Federfalle hier einfach so rumliegen lassen.
Ich nehme die mal mit. Die bauen wir mal zu Hause auf. Wäre ja schade um den Schildkrötenpanzer, den wir gefunden haben. Durchs Tor. Geblieben. Piep. Er kann nicht von dem Teil absteigen, wenn ich was in der Hand habe. Okay. Ja. Müssen wir uns mal kurz hier drüber ruckeln. Achso, er kann auch nicht springen. Ja, das fährt sich nicht so gut hier drauf. So. Okay, ich sollte die irgendwo platzieren, wo ich nicht selber drauf gehe. Aber ihr habt auch gesagt, das Ding kann man auch als so eine Art Fahrstuhl benutzen. So, komm mal mit. Pack das Teil jetzt mal hier rein. Also könnte ich selber... Ne? Oh, oh ja. Oh, das ist aber stark. Wow. Wollte ich nur drauf gehen? Zack. Ah, vielleicht ein Stück zurück. Huch, huch, huch. Au. Also die Leute, die hier zugucken, die Waldbewohner, die müssen sich immer mehr denken, was ist denn das für ein Typ? Das ist ja unfassbar. Dass der überhaupt nur einen Tag hier überlebt hat. Und wenn ich dabei noch springe, geht das? Hm. Okay, das ist cool. Das habt ihr mir im Livestream schon gesagt. Nimm die Federfalle als Aufzug. Aber ja, jetzt wollte ich nicht drüber laufen. Aber das ist schon ganz witzig. Okay, das ist ganz cool. Das gefällt mir. Ja, ich würde sagen, wir sind schon wieder weit über der Zeit. Es tut mir echt leid, dass ich so viel Zeit von euch stehle. Aber es gibt immer viel zu entdecken im Spiel. Ja, das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, freue mich auf den Patch morgen. Ich hoffe, da kommt schön gescheites Neues hinzu. Und dann sehen wir uns am Freitag oder Samstag zum nächsten Livestream. Bis dahin, schönen Tag, schöne Woche noch und lasst es euch gut gehen. Ciao.